Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott, nein, 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 das ist nicht cool. Das ist scheiße. Hast du dir was kaputt gemacht? Okay, alles nee, ich hab nichts berührt. Aber das ist trotzdem. Nur meine Reifen dreckig. Reifen dreckig, Zeit verloren. Trotzdem ärgerlich. Ach. Okay, das war's dann mit dem Boxenstopp rausfahren zu mir. Ja. Ist egal. Zweiter ist echt gut trotzdem. Wenn du das machst, ist ja echt nice. Ich find cool, dass Bottas Dritter ist. Er hat den durch einen Undercut überholt. Den Hamilton. Stimmt. Das bringt halt trotzdem nichts. In der Konstrukteursmeisterschaft nichts, aber in der Fahrermeisterschaft. Ja, für mich da schon, ja. Oh, für stimmt. Dich gut. Ich habe ja 17 Punkte noch. Stimmt, wenn ich hier 25 fahre. 25 bekommt der Erste, ne? Ja. Wenn ich hier 25 fahre und er nur auf 4 ist. Ist echt richtig gut. Oh, gelber Sektor, was ist da los? Ich sehe es auch gerade. Oh, ich glaube, Bottas ist raus. Ja, bitte, bitte, bitte. Bitte. Yes, Leute, ich jubel einfach schon mal. Ja, Bottas ist raus. Jawoll. Oh, fuck. Dadurch habe ich mich gerade voll verbremst, weil ich die ganze Zeit auf die Karte geguckt. Ist kein Problem, das ist egal. Das macht echt nichts aus. Hamilton hat aber auch gelb. Also da musst du auf jeden Fall im Boxenstopp rausfahren zu Hamilton. Ja, das schaffe ich immer. Und dann passt die das Sache. Das ist null Problem. Boah, das ist echt gut. Bottas raus. Das ist ultra gut. Konstrukteur? Fragezeichen. Bin gespannt, wie viel wir dadurch jetzt aufholen. Wenn wir so weiterfahren. Das muss erstmal geschehen. Ja. Ich fahre mir jetzt erstmal mein Auto leer, indem ich auf Fett fahre die ganze Zeit. Also für die Fahrermeisterschaft reicht es, wenn du immer Erster wirst. Also ja, das denke ich schon. Ja, wow, immer. Aber ja, ist ja voll easy, ja. Ne? Ja, das ist easy. Vier Rennen hintereinander vor allem, Erster, wenn ich dann noch, krieg ich nix. Wenn ich dann noch Schützenhilfe leiste, mit immer zweiter Platz zu werden. Das wäre dann perfekt. Das wäre echt perfekt. Am besten wäre es, wenn Hamilton jetzt auch noch rausfliegt. Das wäre gut, dann ja. Dann haben wir erstens, hätte ich dann den Fahrerding, hätte ich schon eingeholt. Ja, und dann hätten wir so 100 Kilometer Abstand zum dritten Platz. Ja, das auch, aber ich meine jetzt so von den Punkten, ja, von der Rangliste. Das ja, wäre halt das Beste. Das würde so viel bringen. Konstrukteur wäre dann wieder ultra, wenn die beide keine Punkte holen, Junge. Dann lebt die Chance noch. Dann würden wir einfach 42 Punkte, glaube ich. Ja, nee, 43. 43 Punkte aufholen. Na, von ja, einem doch, Rennen. Ja. Das wäre der Hammer. Das wäre wär der Shit krass. Einfach. Nur. Dann wäre es echt so nah, Leute. So nah wäre das. Aber jetzt erstmal hier als Erster und Zweiter fertig fahren, bevor wir hier fantasieren. Wollen wir eine alternative Strategie anbieten? Was für eine? Zwei Runden früher reinkommen. Ich bin eine Runde später doch auf Lila gewechselt. Was wollen die denn jetzt? Nein. Aber ich hatte keinen Überrunder, das finde ich gut. Also ich überrunde gerade einen. Boah, bitte ist das nicht Bottas. Der ist gerade, einer ist gerade an der Box. Wehe, das ist Bottas. Der fährt noch, das wäre so dumm. Nee, das glaube ich nicht. Der stand da so lange rum, ist glaube ich despawned dann irgendwann. Ich hoffe es. Aber wer ist das? Berlein oder Eriksen oder irgend so ein anderer Bongo. Der so weit weg ist von den anderen. Ja, selbst... Ja, du bist ja gleich hinter ihm, dann sagst du es mir. Oh, stimmt. Ich habe ihn an der Box überholt, zum Glück. Also ich hatte lange keine Überrunder mehr, auch im letzten Rennen nicht. Selbst wenn Bottas 20. wäre, das würde ja... Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich hatte im letzten Rennen auch keine Überrunder und alles. Das ist eigentlich ganz angenehm gewesen immer.
Er hat wieder irgendein anderer Coyote Karl Heinz. Er hat wieder immer eine gelbe Flagge. Stimmt, Alter, das ist Hamilton. Bitte! Nee, das kann nicht Hamilton sein, oder? Doch, das ist Hamilton. Hamilton. Das ist bitte. Hamilton. Bitte, flieg einfach raus, komm, das wäre so das Geilste ever. Das, Junge, bitte. Ich kann es noch nicht glauben. Ich fahre gerade langsamer, weil ich immer auf die Karte gucke. Ich kann es nicht glauben, dass das Hamilton ist. Das auch schlecht. Das muss Hamilton sein. Aber noch wurde er nicht überholt. Das muss Hamilton. Deswegen, also das muss Hamilton sein. Das ist Hamilton. Perez ist jetzt, ja. Alter, what the fuck. Ja, Leute! Beide Mercedes. Und der vor mir ist auch kein Mercedes, ist nicht Bottas. Also beide Mercedes raus. Leute, wir haben das, wir haben gerade Glück. Einmal Glück, mal wieder. Einmal, mal wieder. Ne, wir haben mal Glück. What the fuck. Jawohl, Leute. Das ist doch mal mega geil gerade. Das ist ja richtig nice. Das ist echt krass. Das ist geil. Bin bei der gelben Flagge gerade. Und er ist die Spawn. Danke. Ich konnte nicht gucken, wer es ist, aber es war safe Hamilton. Ja, muss ja. Ja, oh mein Gott, Alter. Bitte, wir müssen das als Erster und Zweiter fahren. Das muss jetzt geschehen. Ich glaube, da kann uns nicht mehr so viel wegnehmen. Außer mal einer. Weg, ja. Nur wenn man sein Auto kaputt macht. Also selbst ein Frontflügel. 48 Sekunden ist der Abstand. Eine Minute auf Perez. Junge. Also nur. Mercedes war echt. Auch voll weit weg einfach von den anderen. Das ist immer so krass. Okay, ich bin direkt hinter Wehrlein jetzt. Unser Freund. Nächste Runde gehe ich an die Box. Okay, dann wirst du nicht überrunden müssen. Zumindest jetzt nicht. Junge, das ist so ein Spaß, der Typ, ne? Ja, er zieht. Weißt du, ich will ihn rechts überholen. Was macht der? Da ist die Ideallinie. Er zieht erstmal vor mir einfach von links nach rechts rüber. Wobei meine Reifen sind eigentlich noch so gut, ich kann auch übernächst. Ich glaube, ich gehe übernächste. Muss ich weniger auf Rot fahren, ist auch ganz angenehm. Ja, wenn die noch sowieso eine Runde. Ja, die sind noch okay. Ich bin ja sowieso eine Runde später auf die Lila hier gewechselt. Das heißt, ich kann sogar zwei länger draußen bleiben, aber das macht dann mit Rot eigentlich auch keinen Sinn. Also, ich rutsche mit den Gelben halt wirklich sehr, sehr wenig. Also viel weniger als mit den lilanen Reifen. Die sind halt bloß ein bisschen langsamer, weil es halt gelb ist. Aber das ist ultra krass, wie scheiße die lila Reifen vorhin waren. Oh, du kommst jetzt aber dann an Wehrlein ran, wenn du noch ein bisschen brauchst. Das stimmt. Ja, ich werde so an die Box gehen, dass ich ihn nicht überrunden muss. Ja, dann musst du jetzt diese Runde gehen, glaube ich. Das stimmt. Weil sonst musst du den nächsten überrunden. Wir mussten ja fast diese schon überrunden, das wird crazy. Ich komme jetzt bald richtig an die Überrunde ran, weil sie sind gleich alle vor mir, weil die haben nicht so viel Abstand untereinander. Boah, das ist ja echt, wir haben davon geträumt, das ist die Wahrheit jetzt. Beide ja, Mercedes raus. Das hätte ich nie und geglaubt, Alter. Ein Force India ist auf Platz 3, ja, das ist ja... Aber. Naja, doch, für mich, dass Red Bull weniger Punkte bekommt, das ist gut. Ach stimmt, wegen Red Bull, weil du hast ja noch nicht überholt. Ja. Ja, ich will ja Red Bull einholen, beziehungsweise überholen. Ich will ja auf Platz 4 am Ende sein. Junge, Junge, ist das krank. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Schwitzgrad, Leute. Oh Gott. Also fährst du diese... Ja, okay. Ich fahre jetzt an die Box. Okay, dann hast du wieder freie Bahn auf jeden Fall, das ist gut. Angenehm. Perez fährt halt gar nicht mehr in die Box, aber du hast auf jeden Fall noch ordentlich Abstand zu ihm. Ja, ich hatte gerade über 50 Sekunden. Als ob du so nah bist. Sollte hinhauen. Ich hatte eine Minute zu ihm. Dachte, du wärst weiter von mir entfernt. Aber halt schnellere Reifen als du, ich hole wieder auf. Geh mal weg. Oh Leute, wenn ich Erster werde, habe ich Hamilton überholt. Ich bin Erster. Jetzt muss wieder Eriksen überholen. Dann wäre ich Erster. Direkt vor mir. An mir vorbeigeschossen. Leute, ich wäre Erster. Das stimmt, ich wäre Erster. Ich kann es gar nicht glauben, Leute. Das ist so krank. Ich hoffe, die Facecam ist cool. Ohne meine Schützenhilfe. Weil wenn die Facecam cool ist... Oh, fährt er langsam. Junge. Wenn die Facecam cool ist, dann lasse ich die drin.
Und dann ist cool, Leute. Dann ist cool. Mit Facecam zum ersten Mal, das wäre echt witzig. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Ich sehe wahrscheinlich echt wie so ein Spacken aus. Oh Gott. Also das hätte ich nie geglaubt, echt. Ich bin gerade so überwältigt davon, dass das echt passiert ist. Ja, das ist echt der Hammer. Ich bin mir gar nicht sicher, was danach kommt. Ich glaube Mexiko und Brasilien kommen noch, das weiß ich. Und ja, ich glaube Mexiko kommt, dann Brasilien und dann Abu Dhabi, glaube ich. So müsste es sein. Gott, das sind ja alles, könnte alles wieder gefährlich werden. Oh, da ist der, gegen den ich heute fahre, Van Dorn. Platz 15, Alter. Das ist ja krass. Absolute Gefahr. Ja. Oh Gott, ich bin da voll über... Ja, das war keine Absicht, ihr wisst, was ich meine. Jo, wie er mir wieder keinen Platz macht, ey, das ist unglaublich, ne? Soll ich mir jetzt echt meinen Frontflügel wegen diesem Arsch kaputt machen? Ist doch so ein Prank, ist das. Ich nehme den jetzt in der Kurve, da kann ich nix. Oh Gott, da sind ungefähr 10, 12 Autos vor mir. Da ist immer so ein ganz, ganz kleiner Abstand dazwischen. Boah, ey, ist das... Habe ich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, also es kann sein, dass du da auch noch hinkommst, weil wir haben ja noch 10 Runden. Aber das ist gerade ultra nervig, weil ich muss auf jeden Fall alle überrunden. In 10 Runden... Wahrscheinlich kriege ich das auf jeden Fall hin oder sollte es hinkriegen, sonst holst du natürlich ultra auf. Kannst du auch einfach hinter den herfahren. Ja, wow. Ich fahr einfach mal hinter Platz 14 her. Kann ich nix. Wirst du disqualifiziert werden. Nee, ich überhol die alle ganz fair. Fahr noch ein, zwei an die Box. Einer, okay. Ich überhole da ganz sauber, weil ich habe immer nur einen zum Überholen. Und dann ist wieder ein bisschen Abstand, so ganz, ganz kleiner Abstand. Dann muss ich den nächsten überholen, so in Reihe und Glied haben sie sich quasi hier positioniert. Aber nett. Aber das ist halt nervig, dass du jede Runde muss ich quasi einen überholen, roter Frontflügel. Jo. Leck mich doch am Arsch, Alter. Verwarnung, Kollision mit Palma, leck mich doch am Arsch. Weißt du, was gerade passiert ist? Nee, aber ich hab's im ersten Sektor, das... mit... kann man rechnen. Nee, der eine ist langsam geworden, dem sein Auto ist kaputt gegangen. Lol. Und dann hat der gebremst, also der zwei vor mir ist langsamer geworden, der direkt vor mir hat gebremst und ich bin ihm hinten raufgefahren. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich hab gehört, als wäre ein Reifen bei mir geplatzt, ist aber zum Glück nicht. Okay, ich muss an die Box halt jetzt, ne? Dadurch holst du auf. Ja, aber du bleibst erster, weil ich ja den einen Dreher hatte. Also der eine ist, das ist so lächerlich schon wieder, ne? Ich hätte die halt ultra sauber überholen können, alle. Dann wird auf einmal einer langsam, weil er wieder Probleme mit dem Motor hat, mit dem Auto hat. Und der andere vor mir bremst ultra und ich habe zu spät reagiert. Junge, die Kurve mit dem roten Frontflügel. What the fuck? Und jetzt kann ich alle wieder überrunden, die ich gerade überrundet habe. Danke dafür. Naja, kommst du nicht mehr ran, wenn jetzt. Naja, die sind alle hinter mir. Es sind 3-4 Autos hinter mir, die ich gleich wieder überrunden darf. Ich liebe es. Viel Spaß. Ich auch. Wehrlein, verpiss dich. Ah, Mann, ey. Du bist direkt vor mir. Ja, du überholst mich. Was kommt das? Ja, was? Klar. Oh, lol. Sag ich doch. Oh, lol. Du hast die Kurve ultra eng genommen. Ich werde hier fast drauf fahren. Sorry. Guck mal, jetzt ist er vor mir. Kennt da nix. Das rote Reifen? Ja, ich hab jetzt nochmal gewechselt.
da auf Rot. Ja, wurde mir vorgeschlagen. Strategie. Habe ich halt direkt angenommen. Hat lila genommen. Weiß nicht, ob ich noch lila habe oder ich habe keine Ahnung. Also, ach so. Ich habe keine Ahnung. Sie haben es mir einfach vorgeschlagen, habe ich halt angenommen. Rot ist ja okay. Ja. Also. Besser als gelb. Fahren wir die Reifen mal ein, dann kann ich noch ganz kurz auf Fett fahren. Dann ist das Rennen ja eigentlich auch schon zu Ende, ne? Crazy shit. In der Tat. Ricardo ist jetzt wieder auf 3, ne? Oh ja, kein stimmt. Kein Force India mehr, sondern Red Bull. Aber ich bin ja auf Platz 1, also macht nichts. Ja, mal gucken, wie lange du noch auf Platz 1 bist. Oh, Ansage. Ey, du fährst schon ordentlich weg von mir. Ja, auch die schnellste Runde. Das ist ein Angeber. Ja, da kommt jetzt einer vor dir. Ui. Ja, ich weiß. Den kannst du in der Kurve, oder? Kriegst du ihn in der Kurve? Nee. Ich würde mich jetzt im ersten Sektor aufhalten. Ja. Und mich wahrscheinlich auch, weil ich ja doch nahe bin. Ja, du kommst ja gar nicht ran. Im ersten Sektor grad sehe ich. Jetzt bin ich dran. Oh. Ja, wirklich, ich weiß. Aber jetzt kannst du ihn kriegen auf der Geraden oder zumindest in der Kurve. Roten Frontflügel. Junge, ich hab die Teile nur fliegen sehen. Ja. Da ist gelbe Flagge. Ich war so weit hinter gelbe ihm. Gelbe Flagge. Dass ich dachte, okay. Gelbe Flagge. Das ist ja locker easy, kann ich hinter dem noch bremsen. Ich bin auch direkt hinter ihm, es kann sein, dass ich mit jetzt auch drauf fahre. Oh, Ocon, Force India ist draußen. Force India hat aber also auch das war Problem im Auto. Richtig dumm, ich weiß gar nicht, wie der so stark bremsen konnte. Ich war so weit hinter ihm, ich dachte, okay, locker kann ich noch hinter ihm bremsen, um dann besser raus zu beschleunigen. Die Kurve gleich, die wird ekelhaft im roten Formflügel. Ah, du hast sie aber schon gemacht, lol. Ich hatte ihn halt links, da wurde die Kurve halt echt scheiße. Okay. Ich hab ihn rechts kaputt. Dann bin ich doch wieder Erster. Ach man, ich hätte Erster werden können. Nee, ich hätte dich nur eingeholt. Nee. Locker easy. Nee. Hätte ich verteidigt, da kenne ich nichts. Ja, solange du Zweiter bist, ist alles gut, aber wir verhauen uns gerade ein bisschen, ne? Also wir haben jetzt beide einen extra Boxenstopp noch. Und du hast ja auch noch einen mehr, dank deiner Taktik. Und ja, verlieren dadurch beide ein bisschen Zeit gerade, aber wir haben halt ultra Abstand auf Ricardo. Mercedes hätte uns jetzt schon eingeholt. Zumindest einer, nee. Doch, denke ich schon. Nee. Oh fuck. Was? Ja gut, da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, dass ich bremsen muss. Hast du schon wieder einen roten Frontflügel? Nein. Ich bin nur Zeit verloren. Ja, das kennt man. Komm, noch 6 Runden werden wir jetzt nicht verbauen, oder? Das wäre jetzt extrem scheiße. Nee. So, was wir gerade hier machen. Das verhauen wir nicht. Ich meine, ich konnte für meinen roten Frontflügel konnte ich fast gar nichts. Ja, weil gar nicht. Der hat auf einmal gebremst, weil der langsam wurde. Der hat einfach Probleme mit dem Motor gehabt und auf einmal bremsen die da alle. Was kann ich denn dafür? Was war deine schnellste Runde? 1:40:1. Ah, okay. Bin ich ganz knapp dahinter. Und jetzt habe ich über Runde Kühat und Van Dorn, oh, wieder dieser Tap. War meine Taktik, damit ich die nicht überrunden muss, deswegen bin ich in die Box gegangen. Wieder dieser Tap hier, Alter, Van Dorn. Wer will den? Ich hab 1:40:4. So, Van Dorn überholt, zack, jawoll. Könnte theoretisch meine Zeit erst mit leichtem Auto, aber also ich kann nicht mehr auf Fett fahren.
Aber vielleicht gleich das Auto mit Lila. Ja, mit Lila kannst du könnte noch könnte passieren, dass es besser ist als mit auch relativ leichtem Auto und fett auf Rot. Ja, glaube ich schon. Wenn ich gut fahre. Eben, das ist das, worauf es ankommt. Ansonsten bringt dir das leider alles nicht. Ich fahre mein Benzin natürlich wieder komplett leer. Wenn man Benzin sagt. Ja, Benzin, Alter. Ja. So. Oh, crazy. Mann, ey. Biler Sektor. Oder ist Palmer, den ich vorhin draufgefahren bin. Bitte bremst nicht nochmal einfach, dass ich dir drauf fahre. Ich habe gerade auch einen lila Sektor, aber wie gesagt, Palmer hier direkt vor mir. Aber den habe ich gekonnt. Sehr gut, Palmer. Richtig gut gemacht eigentlich. Muss ich mich selbst loben. Da gibt es doch gleich wieder einen roten Frontflügel bei dir. Das ja, schon. Das kann sein. Ich habe gerade schon 3-4 Leute überrunden und jetzt sind jetzt 3 direkt vor mir. Hintereinander. Die haben auch keinen Abstand zwischen euch. Also sie sind jetzt direkt hintereinander. Das wird auch crazy. Nächster lila Sektor. Vielleicht wäre es auch nochmal eine schnellste. Ich bin 1,5 Sekunden schneller als meine schnellste gerade. Okay. Ich war gerade 700. Boah, es sind jetzt 3 vor mir in dem ersten Sektor. Fickt euch. Alonso habe ich gerade überholt, jetzt habe ich noch Magnussen. Ah, der dritte Sektor ist aber gerade bei mir wieder richtig kacke. Magnussen noch hier, wen habe ich noch vor mir? Du aber die schnellste Runde, Mami. Hattest du ja gerade. Magnus und Mass. Ah, ja, das ist sie. 1, Junge, 3. Was? Hä? Was hast du gerade für eine Runde gefahren? 1,38,7. Ah, achso, ich dachte schon. Oh fuck. Ich habe einen roten Frontflügel. Was machst du? Bitte hör ach, mal. Ach Mann, auf. Ich wollte doch nicht, dass ich einen roten Frontflügel bekomme. Wieso bekomme ich den jetzt? Hör mal auf, ey. Ich habe jetzt echt Angst, dass du nicht mehr Zweiter wirst. Es ist alles easy. Ich überrunde gar zu viele, ne? Das ist unglaublich. Dadurch fallen natürlich schlechte Zeiten, jetzt gehört dir die beste Null, ne? Aber das macht nichts. Box, Box, Box. Junge, ich bin Erster mit Rot, du bist Zweiter mit Lila und der Dritte mit Gelb, das ist auch geil. Ja, ich werde aber gleich auch Rot haben. Oh, geil. geil. Oh shit, 28. Oh fuck, ich muss wieder auf Standard stellen. Ich habe schon Minus Benzin. Hat mir für Überrunden aber geholfen, denke ich. Jetzt habe ich hier schon wieder jemanden, ey, das gibt's doch nicht. Also nochmal einen Boxstopp darf ich mir nicht leisten. Nee. Wird gleich schon knapp. Ja, sag ich doch, du musst aufpassen, was machst du denn? Es sind, ja, das sind die letzten 5 Runden und wir haben schon 3 Boxenstopps gehabt. Grosjean, ey, was bist du für... Ich hub jetzt gleich. Also das war jetzt, also das Ding davor mit dem, das war echt, da war der schuld, dass der so ultra, der hat nämlich gebreaktestet, sag ich euch. Ja. Und jetzt hier war ich natürlich selber schuld, weil ich habe mich halt einfach ganz normal gedreht. Boah, ich habe schon Platz 7 jetzt überholt. Ich überrunde gerade alle wieder. Und ich habe noch DRS von ihm bekommen, dankeschön. So. Jetzt nochmal die letzten Runden gut fahren. Ja, ich hoffe es. Wie viel Abstand hast du auf Ricardo? Weiß ich nicht. Perfekt. Ja, ist quasi, ich glaube... Dann müsste das Auto hinter mir sein. Oh. Alter, ist das kritisch. Okay, jetzt wäre ich nach Boxenstopp Platz 5. Oh. Ey, bitte mach keinen Scheiß. Das sind nur noch 3 Runden. Die wirst du doch wohl jetzt fahren. Ja, das hallo, das war mein erster Fehler hier gerade. Ja, aber du hattest jetzt schon 5 Boxenstopps. 5? 4 oder nicht? Nein. Ja, na klar, aber ich hatte 5. 4. 5? Ja. Hä, warum 5? Das gucken wir uns nachher an, du hast 5. Nein, das war mein vierter gerade.
Ich hatte zwei nach Taktik. Zwei nach, so, du hast zwei nach Taktik. Ich dachte, du hast drei nach Taktik. Alter, what the fuck? Nein, du hattest doch ein nach Taktik und ich zwei, oder nicht? Drei nach Taktik, Junge. Ups. Ja, ich hab doch gesagt, dass es vier sind. Seins ist vor mir. Piss dich. Die Zwei-Boxen-Stopp-Strategie war mega gut. Die hat mich auf den ersten Platz gebracht. Bis ich es dann verkackt hab. bis erster Break-Test kam. Und dann hab ich's verkackt. Und ich war wirklich gefühlt einen Kilometer von dem noch entfernt und konnte locker hinter dem anbremsen. Aber Junge, wie stark der gebremst hat einfach nur. Das war echt krass. Der wollte dich einfach pranken. Ja. Okay, du bist 7 Sekunden vor Ricardo. Muss ich aber 3 Zeitstrafen, 9 Sekunden haben. Echt jetzt? Nein, Spaß, Alter. Ich hab keine. Dachte ich schon, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ich dachte schon, hä, was? Du hast so keine. Junge, das muss ganz so dumm ausgesehen haben in der Kamera. Die haben mich prankt, aber ich wusste eigentlich, dass du keine hast. Das hat mich jetzt ultra gewundert. Ich meine, selbst das hättest du rausgefahren. Du hast jetzt wieder 8,5 zu ihm, aber. Crazy. Hätten wir noch ein paar Runden, würde ich dich sogar überrunden. Nee. Ich war schneller als du. Ja, das kann sein. Aber ich bin 1/10 von dir entfernt. Ja, ich weiß. Wegen meinen 2 extra Boxenstopps und den Dreher und so. Ich weiß. Das hat alles Zeit gekostet. Ich überrunde Eriksen gerade zum zweiten Mal. Ich war ja gerade noch vor dir. Wenn du dich erinnern kannst. Ich weiß, ich kann mich erinnern. Du warst gut. Sehr gut. Bis auf, dass du dann eben Pech hattest, Unglück, was auch immer. Und dann war ich schlecht. Einmal ein großes Unglück und dann war ich schlecht. Aber dafür habe ich die schnellste Runde. Ja, das stimmt. Man muss ja Opfer machen, ne? Also. Oh Leute, das gibt's nicht. Stell dir mal vor, es gibt so eine Start-Ziel gerade, wo der Punkt, worüber man fahren muss, quasi, um eine Runde gemacht zu haben, im Bremspunkt, also hinterm Bremspunkt schon liegt. Und das heißt, wenn du es riskieren willst, die schnellste Runde zu bekommen, ja, wow, bremst du einfach nicht, setzt dafür aber dein Auto gegen die Wand. Wenn es so eine Rennstrecke geben würde, das wäre so ultra lustig. Das wäre wirklich lustig. Wer später bremst, also das ist halt wirklich so, wer bremst, verliert. Das ist auch im Qualifying, ja. Stimmt, im Qualifying würde ich das machen. Weil da ist doch scheiß auf dein Auto im Qualifying, Alter. Ich würde das so hart feiern, wenn es so eine Strecke geben würde. Einfach reinballern. Kennen wir nix, Alter. Oh shit. Was mach ich grad? Ich fahr grad ultra kacke. Aber ist letzte Runde, ne? Bei mir. Bei dir jetzt auch gleich. Ja, bei mir auch gleich. Also die Runde habe ich gerade ultra schlecht gefahren bisher. Aber macht ja nichts, ne? Sollte trotzdem erster Platz sein und dann soll ich vor Hamilton sein. Junge. Nee, 1:10 hole ich noch auf in einer Runde. Ja. Es kann natürlich sein, dass ich gegen die Wand fahre, mein Auto dann kaputt ist. Benzin reicht bei mir doch, reicht aus. Ich stelle mal auf Fett. Benzin? Dein Benzin reicht noch. Wie du dich die ganze Zeit darüber beschwerst. Mein Benzin ist sogar noch bei plus 0,20, also ich stelle nochmal auf Fett hier. Alter, meins ist auch bei 0,19. Ja, musst auch nochmal auf Fett stellen. Nee. Ich mach's. Es war gerade bei minus und jetzt ist wieder bei plus, lol. Alter. Das ist crazy. Leute! Da wäre ich fast nochmal rausgeflogen. Karierte Flagge. Jawoll, wir haben es geschafft. Yes, wir sind vor Hamilton. Mega geil. Das ist geil, echt. Das hätte ich nie erwartet, dass ich das jetzt schon schaffe. Okay, dann mache ich nochmal ein paar Pictures bei dir. Ist auch geil.
Oh, Leute, Leute, Leute. Du bist Zweiter, das ist auch ultra gut. Und, ja. Wenn wir jetzt noch einen Boxenstopp machen, wäre ich wieder Zweiter. Hab's wieder rausgefahren. Wow. Können jetzt einfach statt über Stadtziel zu fahren, einfach in die Boxengasse fahren. Junge, wäre das. Alter. Das wäre witzig. Mach mal. Nee, das riskiere ich nicht. Titel über Boxengasse. Unsportliche. Das wäre echt unsportlich. Ja, das war. So kennt man dich. Kein Problem, Leute. Ha! Das freut mich mega geil. Wehrlein. Da kommst du doch nochmal hinter ihn. Aber das ist der Doppelsieg, Leute. Doppelsieg hier am Start. Erster und Zweiter. Mega geil. Easy. Nichts leichter als das. Ich bin gespannt auf Konstrukteur, wie viel noch fehlt. So ungefähr 80 müssen noch fehlen. Wenn das jetzt noch dreimal passiert. Hatten wir das schon mal? Kein Mercedes auf dem Treppchen. Oh, das stimmt, ja, das ist schon geil. Red Bull kann sich auch mal darüber freuen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt aber reicht. Ihr könnt das gerne auch mal in den Kommentaren nachrechnen, einfach mal nachrechnen und reinschreiben. Es kann ja sein, dass wir, wenn wir jetzt immer Erster, Zweiter bleiben, dass wir trotzdem, obwohl Mercedes... Nee, 80 Punkte oder so schaffen das... Jawohl, ich bin Erster. Ich habe Hamilton aufgeholt. Er ist 8 Punkte hinter mir. Aber dass Ricciardo und Verstappen 3 und 4 geworden sind, ist richtig doof. Sind nur die beiden Mercedes ausgeschieden? Das wäre. Glaub schon. Nee, Ocon auch. Okay, wir haben 78 Punkte in der Konstrukteur. Oh, das ist echt doof, dass die beiden jetzt Platz 3 und 4 geworden sind. Ja, für dich ist echt blöd, ja. Aber das kriegst du 20 trotzdem. 20 Punkte Abstand auf Verstappen. Das kriegst du trotzdem hin, denke ich. Und 12 auf Ricciardo. Das geht also noch. Vierter, wenn vierter ich immer Zweiter schon, werde und ja. Die... 20 Punkte, komm, das kannst du machen. Das kriegen wir 20 hin. Punkte. Ich muss auf 1 bleiben. Okay, Konstrukteur. 78. Perfekt. Wenn ich auf 1 bleiben würde, wäre das perfekt. 78. Ja, dann müsste man jetzt mal rechnen. Ja, wie gesagt, könnt ihr in den Kommentaren machen. Wir machen es vielleicht auch bis zur nächsten Folge. Vielleicht hat es ja schon mal jemand reingeschrieben. Gut, ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Und wie gesagt, vielleicht die Facecam bei mir. Ich hoffe es einfach mal, dass es cool war. Ja, dann haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.